Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Kuhn Unboxing Video von mir für euch heute mit dem Genur Crossline Laser. Es ist ein Kreuzlinienlaser und das Besondere an einem Kreuzlinienlaser ist, dass ihr keine klassische Wasserwaage mehr benötigt. Ihr kennt das ja noch alle, oder? Wasserwaagen. Die sind sperrig. Guck mal, ich krieg's kaum ins Bild. Riesig, hier, riesig, ne? Riesige Dinger sind das, ne? Und ja, sie funktionieren natürlich, ohne Frage, klar. Aber sie brauchen viel Platz und meistens sind sie entweder zu groß oder zu klein. Ein Kreuzlinienlaser ist es, dem ist es Wayne, wie lang unsere Niveauangleichung sein muss. Denn der Kreuzlinienlaser, der gibt da Dinge 30 Meter einfach raus. Und zwar auch noch selbst nivellisierend. Es ist also eine Linie, sprich ein Laserstrahl, der abgegeben wird, der dann in einer Linie vor uns auftrifft. Auf ein Obstacle, auf ein Hindernis, zum Beispiel eine Wand, den Boden, was auch immer. Und diese Linienlaser sind plus minus 0,2 mm pro Meter genau. Also reicht volle Pulle aus. Und zwar auch, wenn ihr zum Beispiel ein Bild an die Wand bringen wollt. Oft ist es so, dass ihr keine Hand frei habt. Ich kenne das selber. Man hat sozusagen das Bild hält man an, dann braucht man eine weitere Hand für die Wasserwaage. Dann braucht man noch ein drittes Auge, um zu sehen, wo denn das richtige Niveau ist, sprich in Waage zu setzen, dieses Bild oder was auch immer. Ein Kreuzlinienlaser hilft da ungemein, denn den schlappt ihr an die Wand, ne, zack, einfach an die Wand werfen und dann habt ihr dort eine gerade Linie, die selbst nivellisierend ist. Es kommt ein grüner Laser heraus, es gibt auch welche Systeme mit roten Lasern. Hier liegt ein grüner Laser vor. Es ist wie eine Wasserwaage, es ist selbst nivellierend. Das tut auch eine Wasserwaage, richtig? Eine Wasserwaage ist ja so gebaut, dass da drin eine Blubberblase ist. Und diese Blubberblase hängt dann nämlich so in einem speziellen Area, die dann anzeigt, ich bin gerade. Hier ist es so, dass der Laser uns direkt anzeigt, hier, ich bin gerade. Und der Vorteil ist auch, man kann sozusagen auch mit so einem Kreuzlinienlaser, wie er schon sagt, Kreuz, das heißt horizontal und vertikal gerade Linien zeichnen. Und das zur gleichen Zeit. Das Teil hier, welches von Genur kommt, ist 360 Grad drehbar, mit Schutzbrille ausgerastet und es hat eine Laserplatine, eine Halterung und eine Schutztasche dabei. Und ist IP54 Spritzwasser geschützt. Wir haben zwei Betriebsarten. Den Kreuzlinienlaser schalten wir auf der Oberseite ganz einfach ein. Er ist mit einem Selbstnivellierung und einem manuellen Modus ausgestattet. Der Laser verfügt über eine Selbstnivellierung mit einem Bereich von plus minus 4 Grad. Der Arbeitsabstand beträgt 10 bis 30 Meter. Und in den 30 Metern, wenn ihr von einer Wand wegsteht, dann ist das schon echt genug für euch, für fast jeden. Der Linienlaser mit einem grünen Laser ausgestattet ist für das menschliche Auge bis zu viermal besser sichtbar als zum Beispiel ein roter. Der Pulsmodus verbessert die Lasersichtbarkeit. Zusätzlich stellt uns die Brille und der Spiegel, der in dem Set enthalten ist, eine noch weitere Verbesserung der Laserstrahlensichtbarkeit dar. Das ist sehr sinnvoll, ne? Damit der Laserstrahl leichter beobachtet wird und unser Auge gleichzeitig geschützt wird. Natürlich sollten wir nicht Ewigkeiten in den Laser reingucken. Das ist nicht vonnöten, weil es doch unsere Netzhaut irgendwann Schaden nehmen könnte. Deshalb lasst das besser da reinzuglotzen. Es gibt eine Magnethalterung in L-Form und 1/4 Zoll Gewindeaufnahme. Das heißt, wir können es auch an Stative festmachen. Die Magnethalterung können wir natürlich an irgendein metallisches Objekt packen. Sehr sinnvoll, da haben die mitgedacht. Echt cool. Zugleich ermöglicht die 1/4 Zoll Gewindeaufnahme die Montage auf die meisten Stative da draußen. Der Laser ist sehr gut geeignet für Renovierung und Montage, aber auch zum Verlegen von Fliesen und Pflastersteinen. Die einfache Bedienung verspricht sowohl Hobbyhandwerkern als auch den guten alten Profi ein schnelles und erfolgreiches Arbeiten. So,
Verpackungstechnisch haben wir hier wiederverwertbares Material am Start. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt schauen wir rein, wie er aussieht, weil schematisch abgebildet ist er ja schon auch. Oh. Und es kommt uns als allererstes eine Brille entgegen. Die Brille ist nicht nur cool, ne? So eine grüne Brille ist immer cool. Es ist eine Schutzbrille, die auch an der Seite uns abschirmt. Das heißt, wir können sie auch gut zum Arbeiten benutzen. Auch wenn wir sie jetzt, wenn wir sie anziehen, alles ein bisschen grüner sehen. Ne? Hier, schaut euch das an. Wir sehen alles ein bisschen grüner. Ne? So, das ist dafür da, um den Laser besser sichtbar zu machen und gleichzeitig auch noch uns zu schützen vor dem Laser, damit er nicht in unsere Richtung sich schädlich ausbreiten kann. So, dann gucken wir noch weiter rein, was wir noch so. Jetzt gucken wir mal richtig schön rein, was hier noch so alles Schönes drin ist. Hier raus damit, wir wollen sehen. So, hier ist ein Griff drin, daran ziehen wir mal. Zack, da kommt es raus. Ah, das ist so ein, ja, so ein Pappoberhalter, sehr gut. Hier ist eine Warranty Card, also eine Garantiekarte drin. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung in Englisch, in Deutsch, Französisch, Spanisch. Mit schematischen Bildern, alles gut, reicht voll und ganz. So, und dann haben wir hier unser kleines Täschchen. Da ist alles drin, super cool. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie er aussieht. Weil warum muss es zu groß und zu fett sein? Muss gar nicht sein. So, dann haben wir hier, die Laserplatte. Guck mal hier. Ui, ui, ui. Die können wir wo hinstellen. Und dann können wir hier sogar auch gleichzeitig noch 1 Zentimeter, 2 Zentimeter ab uns angucken. Ne? Sehr schön. Auch Magnet sehe ich hier auch. Können wir also auch irgendwo magnetisch dranpacken. Auch sehr sinnvoll. Oh ja. Mhm. So, und dann stellen wir die irgendwo hin und können dann sogar auf dem Laserstrahl selber ablesen. Einmal horizontal. 1 Zentimeter Schritte, 1 Zentimeter, 2 Zentimeter oder Inches und ne, Inches ist rechts, Zentimeter ist links oder wir machen das in den vertikalen Bereich, ne, also horizontal haben wir die Möglichkeit hier diese Skala zu benutzen und dann vertikal haben wir auch noch eine Möglichkeit. Also sehr sinnvoll, weil es ist auch schön grün und reflektiert unseren Laser ausgezeichnet. Dann haben wir ein Ladekabel, um es aufzuladen. Klar. Was haben wir noch am Start? Dann sollte jetzt noch hier eine Halterung sein. Ja, hier haben wir die beiden Magnete dran. Diese beiden Magnete können wir an alle metallischen Objekte packen. Und hier unten haben wir die 1/4-Aufnahme, um dann unser Gerät festzumachen. Sehr schön. Und dann kommen wir natürlich zum Hauptakteur. Das ist das Gerät selber. Es ist das Nivelli-Gerät, der Laser, der Kreuzlaserfreund, der dann nämlich hier an den Start gehen kann. So, wir schauen an. Ist in einer kleinen Mini-Verpackung noch eingewrappt. Und den holen wir uns raus und schauen an, wie er aussieht. Und hier ist er. Er ist total grün. Hier sehen wir die Optik. Hier werden die Laser rausgeschossen. Einmal haben wir einen horizontalen, einmal einen vertikalen. Hier haben wir die Möglichkeit, es zu locken. Oh, ihr seht, es geht schon an, wenn ich da nur schon das locke und entlocke. Nicht schlecht. So, gelockt heißt, wir können auch in die Schräge arbeiten. Zum Beispiel, wenn wir eine Schräge irgendwo gerade, einen geraden Strich an einer Schräge haben wollen, können wir hier auf gelockt lassen. Unlocked heißt, er blinkt so lange, bis wir ihn dann in einen sich ausnivellierten Zustand gebracht haben. Guck mal, ich gehe jetzt was noch hoch und dann fängt er wieder an. Wenn ich jetzt aber waage, relativ waagerecht es halte, dann bleibt es so. So, und ihr seht auch hier, was dann geschieht. Es blinkt, das sagt uns, nein, wir sind noch nicht in der ausnivellierenden Area, die das Gerät machen kann. Und jetzt haben wir es hier. Ne? So, alles klar. Und dann können wir natürlich auch, guck mal, das sieht man aber richtig ganz genau. Können wir das auch hier genau alles aussetzen. Und das wäre jetzt ganz gerade. So, sehr nice. So, das ist also hier locken und anlocken. Dann haben wir an der Seite Power. Hier kommt die Power rein. Hier hinter einem Gummipfropfen ist der USB-C-Port. Der kann genutzt werden, um hier die Energie wieder reinzukriegen. Auch wenn ich es jetzt gerade nicht so gut hier rausgefummelt kriege, aber hier geht das. So, schließen wir mal ein USB-C-Kabel an. Zack, jetzt seht ihr da oben, ist am Aufladen. Ist doch ganz einfach, ne? So, da drin ist eine Batterie drin, ein Akku, der dann aufgeladen wird. So, Hinterseite ist jetzt ein bisschen nur gestylt. Andere Seite ist auch nur gestylt und oben. Hier haben wir den An- und Ausschaltknopf. Den drücken wir und dann geht's los. Ne? Wir haben hier jetzt die Kreuzlaser angemacht. Dann drücken wir wieder 3 Sekunden, dann geht er wieder aus. Ne? Also 1, 2, 3.
3 drücken, dann sollte er angehen. Ja, zack, geht er an. Wenn ich kurz drauf drücke, geht er wieder aus. An, aus, an, aus. Dann soll er ja auch noch rum. Ja, geht er wieder aus. Siehst du, also ganz easy, ne? So, das ist schon mal nice. Und dann können wir halt auswählen, ob wir es gelockt haben wollen oder nicht. So, hier unten kommt dann unser Stativ dran, 1/4 Zoll dran schrauben. Und dann haben wir das auch auf dem Stativ schön funktional gesetzt. Also super toll. Achso, hier, das können wir da demonstrieren hier. Ne, hier ist das Ding, das schieben wir da rein. Dann wird das festgedreht und dann haben wir den hier auch positionstechnisch und auch trotzdem noch rotierbar montiert, weil es sollte ja rotierbar bleiben, damit wir auch hier 360 Grad eine Bewegung durchführen können. Also funktioniert alles klasse, sehr schön. Und halt, die sinnvoll ist es, diese Karte, wenn ihr was messen müsst, zu benutzen und wenn es geht, immer auch die Glasses dazu, weil die dann eure schönen Augchen auch schützen können. Das ist also der Genor Kreuzlinienlaser in grün, mit einem grünen Laser, mit einem Pulsmodus, mit einer USB-Aufladung, die gute alte Pulsmodi. Wir können also draufdrücken und drücken, dann geht es entweder an oder aus. Dann machen wir hier die Adjustment, dass sich das in Position setzen. Und wir haben natürlich dann noch die Möglichkeit, es wieder auszumachen oder in den Pulsmodus zu setzen. Ne? Nur mal hier, zack, zack, zack. Denn hier drüber können wir nämlich jetzt noch einen zweiten Modus hinzubuchen. Ne? Das ist dann der hellere Modus, sage ich jetzt mal, oder der Impulsmodus. Lass uns das mal demonstrieren hier. Na, ihr seht ja jetzt, wie hell es ist. Wenn ich jetzt längere Zeit drauf drücke, geht das ein bisschen gedimmter. Das heißt, es wird weniger Energie verbraucht natürlich auch, als wie wir im Standard-Impuls- oder Pulsmodus sind. Ne? Für den energiesparenden Modus einfach ein bisschen länger drauf drücken. Dann geht hier die rote LED an. Wenn ich nochmal drauf drücke, geht er natürlich dann aus. Aber wenn wir wieder 3 Sekunden drauf drücken, dann geht wieder die volle Power an. Also da müsst ihr gucken, wenn ihr wirklich eine richtig große Arbeit vor euch habt und habt keine USB-C-Quelle, die das zum Beispiel nachladen kann, dann geht ihr hin und drückt ein bisschen 3 Sekunden, dann geht ein bisschen und dimmt das, dann ist das ein bisschen batteriefördernder, dass es etwas länger hält. Aber ansonsten volle Pulle immer weiter, oder? Denn auf dem Bau, Flamme ging zick, das muss Leon. Kreuzlinienlaser von Genor, 30 Meter, selbstnivellierend, sehr gut, sehr nice, um Bilder anzubringen, um Fliesen anzubringen. Alles Mögliche könnt ihr damit ganz gerade irgendwo dranballern. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.